Guten Abend, mein Name ist Reinhard Konstin. Ich komme hier aus der Bremer Überseestadt und entwickle Verpackungen und Displays für ganz viele Firmen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor 8 Jahren, aus der Not herausgeboren. Wir entwickeln Verpackungen und Displays für die Industrie, Markenartikler, aber auch Agenturen und Druckereien. Das Einzige, was wir nicht können, sind diese Verpackungen drucken. Das überlassen wir anderen, die dann besser sind als wir. Die kennt jeder. Wir machen Verpackungen und Displays in dem Bereich Werbung, visuelles Marketing, aber auch die Doktor-Verpackung, die irgendwo zu 100.000 produziert wird. Die Auflagen, die wir fertigen, fangen bei einem Stück an und enden bei 160.000 Schachteln, die wir mit Kooperationspartnern zusammen im Netzwerk realisieren und umsetzen. Ich habe mich selbstständig gemacht vor 8 Jahren, nachdem ich irgendwie in dieser Ausbildung schon gewesen bin. Ich habe diesen Beruf gelernt und damit kann ich für Agenturen das bieten, dass man weiß, wovon man spricht. Also ich weiß, wie es funktioniert und geht. Ich mache das auch heute noch immer als Prüfer, bin ich hier noch immer irgendwo tätig und weiß auch, was heute noch läuft. Ich habe 2006 habe ich das Unternehmen gegründet, in der Sache, dass ich einfach mal zu Hause losgegangen bin und habe gesagt, ich starte doch mal hier und gucke, wo die Reise hingeht. Und nach 8 Jahren hat mich die Reise jetzt hierher gebracht. Es waren einige. Es waren einige Sachen, die mich dazu bewegt haben, das zu machen. Und wir sind auf 80 Quadratmeter angefangen und haben jetzt in der Überseestadt 300 Quadratmeter. Und wie gesagt, hier sind die Verpackungen, die wir fertigen. In klein sieht das dann so aus, dass man sagen kann, hier ist die Verpackung, dort ist der Schnaps drinne. Und damit man das aufmachen kann, geht das so auseinander, hält zusammen und wird präsentiert. Diese Sachen fertigen wir auch in Kleinserie. Bei uns geht es ab einem Stück los. Die ersten Forderungen sind immer Weißmuster. Bei uns geht es immer weiß über die Bühne. Dann kann der Kunde sich überlegen, wie er es denn gerne hätte. Und die Agenturen können gestalten auf den von uns vorgegebenen Daten. Wir verbinden auch in vielen Sachen hier in der grauen Kiste, zum Beispiel, die auf dem Foto zu sehen ist, zum Teil neue Technik, alte Technik, Siebdruck, alle möglichen Arten von Veredelung sind hier dann auch zum Einsatz gekommen. Displays bauen wir auch. Wir fertigen diese Displays auch in Einzelanfertigung an, digital gedruckt, für irgendwelche Produktdummies, Bett, da hat keiner keine Lust mehr. Wir fertigen diese Displays an, in Einzelfertigung für Messen, für irgendwelche Events und sonstige Geschichten, aber auch für die Massenindustrie, wie man in der Mitte sieht. Diese Produkte sieht man dann überall bei Realkauf oder sonstigen Sachen, die auch hier entstanden sind. Auch hier würde man die Zeichnungen von uns zur Verfügung gestellt bekommen, um dort die Gestaltung anzulegen. Oder auch, was wir auch sehr viel machen, ist, wir machen die Entwicklung und um den Rest kümmert sich der Kunde selber. Mir ist es egal, ob das hier einer auf der Ecke baut oder Fernost. Hier ist das Ganze, was Sie hier in Weiß sehen. Sehen Sie, so ist es am Ende fertig geworden. Es wurde die Anforderung gestellt, dass ein Juweliergeschäft am 130. Geburtstag hatte und dort sollte es zu seiner Aktion eine Geburtstagstorte geben, wo also hier die Schmuckstücke drauf lagen. Die Umsetzung war eben eine Torte fürs Schaufenster. Und von diesem weißen Teil bis zu diesem Teil ist es das geworden. Weil die Auflagen sehr gering sind, ist das alles digital gedruckt, gefertigt und werkzeuglos produziert, also sprich, wir verfügen über einen Plotter, der diese ganzen Materialien schneidet und verarbeitet.
Entwicklung. So sehen Entwicklungen immer aus. Dieses waren mal alles Entwicklungen für eine Ausstellung im Wilhelm-Wagenfeld-Haus. Dort haben wir, ich glaube, am Eröffnungstag, vor dem Eröffnungstag bis nachts um drei die letzten Dinger zusammengeschraubt, damit dann alle Sachen pünktlich fertig wurden. Alle, die Sie hier jetzt weiß sehen, wurden individuell digital gedruckt und nach unterschiedlichen Anforderungsprofilen umgearbeitet. Es gab drei Grundmodelle und der Rest wurde individuell eingearbeitet. So sahen die dann im Bund aus. Das ist dieser zufälligerweise vom Club Dialog. Dort haben wir sie, wie gesagt, gefertigt, eingearbeitet, digital gedruckt. Wir drucken im maximalen Bogenformat von 2,40 m x 1,60 m auf einen Bogen. Dort gibt es aber nicht mehr alle Materialien, also man muss sich dann schon das nehmen, was man bekommt. Oder wir fliegen zum Mars mit der Marsrakete und wem es schmerzt, der kann auch 35 Kilo Voltaren bekommen. Die Voltaren-Tube ist 1,30 Meter groß und war für die Außenwerbung gesehen, verwendet worden. Und man sieht es kaum, aber die Marsrakete ist ein Abflussrohr und unten die Turbinen sind Mülleimer von Ikea. Diese Sachen verwenden wir für irgendwelche Dummies, Präsentationen etc., wenn es denn irgendwo ja, mal was anderes sein soll. Wir fertigen auch diese Produktdummies wie Voltaren, fertigen wir auch mit allen möglichen Verpackungsdummies in allen Größen, ob es die Krönungstube ist oder was auch immer. Alles klar, danke, schönen Abend noch.